geht es jetzt darum, dass wir uns wirklich hauptsächlich darauf konzentrieren, dass wir den BMO bzw. diesen tränenförmigen Oberschenkelmuskel hier vorne in der Innenseite so ein bisschen mal zu trainieren. Es funktioniert mit einem Superband als Gegenzug auf jeden Fall super. Stellt euch vor, auch bei der Ausführung, dass wenn ihr oben seid, wenn ihr aus dieser Position rauskommt, nach oben rauskommt und maximal das Bein anspannt. Ja? Also wirklich, dass die schöne Spannung hier auf den Oberschenkel reinkommt, ist ganz, ganz wichtig. Und dafür nutzt hier ein Superband, was nicht zu stark ist, also nehmt euch da nicht zu viel vor, denn ihr solltet auch stabil stehen. Also ihr balanciert euch erstmal auf einem Bein aus, da wo das Bein drin ist, in dem Band. Aus diesem Bein, dort steht ihr die ganze Zeit und dann geht ihr mit zur Seite in eine Viertelkniebeuge ungefähr. Habt Kontrolle über den Fuß, berührt mit der Fußspitze zum Beispiel. Habt hier, das ganze Gewicht liegt hier vorne und dann zieht ihr euch hoch und spannt an. Wieder zur Seite und wieder hoch. Das Band gibt euch an dem höchsten Punkt noch ein bisschen mehr Spannung auf die Oberschenkelmuskulatur. Deswegen ist es wichtig, dass wenn ich hier oben steht, das Bein angespannt ist, die maximalste Spannung drauf ist. Ja, also macht es dann richtig, dann bekommt ihr auf jeden Fall hier schön die Muskulatur rein, beziehungsweise bekommt ihr noch mehr Stabilität fürs Knie.